Hallo und herzlich willkommen. Und ich muss das Mikro ein bisschen weiter rannehmen. Ah, zack. So, hallo und herzlich willkommen zur 321. Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6, meine lieben Freunde. Parallel hier gerade zum Sonnenschein. Der ist nämlich schnell auf dem Server. Alle Infos dazu habt ihr unten in der Videobeschreibung. Und es ist, boah, es ist kalt. Es ist kalt. Guckt mal raus, es schneit. Also bei mir zumindest. Bei mir gibt es viel Schnee. Demnächst kommt noch mal ein kleines Video dazu. Ich habe nämlich vor. Ich habe jetzt mal kurz den Shader drin, den mache ich gleich wieder raus. Schön sieht. Dü -dü genau. Da oben, ne, das Teil. Große Abstimmung. Soll das dort bleiben oder soll es weg? Da oben ist auch was Schlimmes passiert, nämlich da wurde alles weggesprengt, meine lieben Freunde. Und doch nicht, okay. Wir waren Schankfehler. Oder es baut sich alles noch auf. Wollte gerade schon sagen. Zack. Schöne Fernsehturm. So viel Arbeit. Und nichts. Aber da wird es auch bald weitergehen. Es wird Nacht. Und ich stelle nach der Nacht mal wieder auf. Nicht auf Tag, sondern hier auf ihr Dings. Ich muss immer mal überprüfen, was hier von Tag ist. Mal ganz kurz gucken. 19772. Ich muss immer mal drauf gucken. Kannst du nachts schlafen? Ich muss mir den mal aufschreiben, weil ich schreibe mir immer mal den Tag hier auf im Wendland. Es kann ja sein. Es gibt irgendwann mal einen kleinen, warte mal, schlafen gehen. Ne? Die Taste, genau. Das 19772. Ich schreibe mir das immer mal auf. Es gibt immer den Moment, wo man den Befehl eingibt hier irgendwie. Ja. Die Taste würde ich nicht drücken, ich würde F3 drücken. Du. Erinnert mich immer an Zeiten, wo ich früher hier die Sendung mit dem Schwamm angeguckt habe. Und den Seestern und der Krabbe. Dem Tintenfisch. Wer kennt sie nicht? Sehr schön. Ich wollte euch was zeigen. Und zwar habe ich ja und der Sonnenschein und die Annie zusammen Silvester gefeiert. Und da ist eben auch ein etwas größeres Gebäude dabei entstanden. Hier übrigens ist ein Gebäude, was ich noch gar nicht mal so richtig vorgestellt habe. Und zwar soll das meine Schenke werden. Und ich habe mir dann so später gedacht, okay, guck mal hier. Hoppla. Das war jetzt von mir aus eine Bildstörung. Minecraft war gerade minimal auf Sport. Okay, ich wollte eher auf hier wieder weg. Ich habe gerade nicht so die perfekte Verbindung und deswegen. Also jetzt nicht in Minecraft, sondern generell übers Internet. Und weil der Server ja auch übers Internet läuft, ist das ein bisschen blöd dann aufzunehmen. Deswegen mache ich die Shader erstmal aus. Das seht ihr erstmal alle, was ich hier für einen schönen Shader drin habe. Das Motion Blur habe ich ausgestellt, intern. Irgendwo hier konnte ich das ausstellen. So, fertig. Zack. Zack. Und ich muss mal hier ganz kurz. Und dann kann ich auch mal gucken, wie das Lied heißt. Und euch das vorlesen. Das Lied heißt nämlich gerade Levis and Deka von Kevin McLeod. So, hier kommt dann die Mauer drauf. Irgendwann mal. Das wird die Schenke werden. Und da habe ich so gedacht, hier ist die Altstadt. Und Schenke zum Altstadtkrog, wollte ich die nennen. Und das Schild. Oh, hoppala. Eiserner Kerl, das tut mir leid. Ich habe kein Schild dabei. Na, sicher doch. Hier durch die schöne Hintergasse und hier hinten geht es dann rein. Da müssen dann auch noch Fenster und Türen alles rein. Oder Fenster habe ich glaube ich schon drin. Ich gehe jetzt mal hinten rum. Sieht man auch nicht alle Tage. Genau, den Weihnachtsbaum habe ich noch fertig abgeschmückt. Ist hier dort oben, ist kein Stern mehr drauf. Weihnachten ist bei mir jetzt erstmal vorbei. Was heißt erstmal? Es geht natürlich. Zombie? Der ist oben. Ich weiß. Ich hole jetzt mal ein Schild. Drei Stück sind hier drin. Ich nehme mal alle drei mit.
Schilder kann man immer gebrauchen, der Cedric zumindest. Ich tue mal meine Axt hier nehmen. Da ist er. Weiche. Ist nicht ausgeleuchtet. Kommt der runter von da oben, kommt der runter, ne? Ich muss dann nochmal hoch. Guck mal, hier ist auch nicht ausgeleuchtet. Könnt ihr einfach spawnen. Und da. Und hier. Und die Wand. Da ist noch schön ausgeleuchtet, nur hier. Jetzt noch nicht. Hier ist auch keine Fackel im Treppenhaus. Hier auf den Gebälk tun die spawnen. Das gefällt mir nicht. Genau, hier oben müssen noch einige ihr Gut abholen. Der Faskert hat es abgeholt. Die Annie hat es noch nicht abgeholt. Enrico hat es schon abgeholt. Und hier ist. Ja, hier ist noch niemand. Und er hat es auch noch nicht abgeholt. Okay. Dann Enrico. Enrico hat es schon abgeholt. Nee, hier wollte ich nicht hin. Annie und hier Feodan. Bitte abholen. Bitte abholen. So, zack. Wir haben einen Zombie getötet. Da können wir das gleich mit den Armenhaus spenden. Haben wir lange nichts mehr gespendet. Kam nämlich hier ein Brief, dass wir hier zu wenig beim Armenhaus spenden. Und das ist dieses hier. Das ist das Armenhaus von Nordwen. Und da ist hier eine Truhe drin. Guten Tag. Und die ist natürlich jetzt leer. Jetzt habt ihr wieder was zu essen hier. Ihr Lieben, könnt auch immer mal spenden. Da können wir eigentlich auch mal ein Schild drüber packen, dass jeder weiß, dass ihr spenden kann. Ah, guck mal hier. Ja, auch früher mal ein Schild. Sag mal, die verstecken sich ja überall. Durch den Fehler, den wir hier immer hatten. Oh, schön. So ein bisschen weihnachtliches Lied von Opa spielt. Nennt sich Im Tanzsaal. Von Opa spielt. So. Ja, Spende an das Armenhaus Notlebens. Punkt. Passt sogar noch hin. Super. So. Das Komische ist ja, hier sind alle Kisten, also die ist auch leer. Ne? Und hier ist irgendwie so wup, Chunk getrennt. Und das müssen wir gleich mal gucken hier. Wo steht denn das mit den Chunks? Okay. Eigentlich nicht. Ist mitten im Chunk. Ist ja komisch. Also das ist komisch, dass das nicht nach den Chunks geht, sondern ja nach was anderem. Aber alles gut. Also das ist die Schenke hier. Das kann man auch hier mal. Nee, das schreiben wir nicht hin. Das wird dann zu viele Schilder. Aber kann man hier hinschreiben. Hier? Oder. Das machen wir mal ein bisschen hübscher. Passt auf. Oh, was essen hier? Hab gar nicht mehr so viel Essen. Hier ist was im Stream entstanden, hier musste ich einen Grasbusch wegreißen, darum steht da ja, Rest in Peace, Mr. Grasbusch. Müssen wir dann noch ein Plätzchen auf dem Friedhof geben, dem Mr. Grasbusch. Du, 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 du. Zaun haben wir noch, das ist sehr gut. Birkenholz haben wir auch noch. Das schwindet alles langsam, ne? Das schwindet alles langsam. Aber eigentlich brauche ich ja Rahmen. Rahmen, 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 hier. Rahmen. Rahmen, wo noch hier außen, drei Stück, das passt perfekt. Und dann bräuchte ich hier noch irgendwie so ein Stück. Aber oben ist noch, ich weiß, oben ist noch solches Holz. Oben ist noch solche Zoll. So brauche ich aber auch noch hier Steinzaun. Hier haben wir welchen. Und die Platten. Du du la 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 du, du, du. Dazu habe ich leider keine Information, wie das Lied heißt.
Hier steht einfach nur Video Playback in Klammern 1. Das ist es aber wahrscheinlich nicht. So heißt das auf keinen Fall. Ich wollte mal nochmal erkundigen. Wenn dann tue ich mir das nochmal neu runterladen. Oh, hier ist noch ein bisschen Zaun. Wenn wir noch was haben. Also Zaun ist auf jeden Fall, wir brauchen auch eine Zäunerei. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Hier war da irgendwo Schwarzeiche. Schwarzeiche. Ah ja, die Touristik und Caravaning ist ja entstanden. Touristik, Caravaning, Nordwehen. Gelesen? Ja. Straße Nummer 5, das ist... Welche Straße ist das überhaupt? Straße in die Höhe? Gehört das noch dazu? In der Tat. Dann hatten wir nämlich hier. Geil, oder? Hier unten drunter ist so ein bisschen... wie, also... Ihr kennt ja das bestimmt, wenn ihr so ein Kaufhaus reingeht oder so, da ist so eine Glocke oben. Das geht natürlich im Minecraft nicht so. Und hier... weiß der Mann sofort Bescheid, okay, Kundschaft wartet, muss er bedient werden, so. Touristic Caravaning hat der liebe Ansgar mir geholfen. Ansgar ist ein Arbeitskollege von mir und der wollte auch mal ja drauf gucken und hat das dann mit mir zusammen eingerichtet. Aber die Grundidee, das hier einzurichten, also das meiste habe ich ihm überlassen und es ist wirklich meiner Meinung nach schön geworden. Also ich kann ja mal anfangen, hier ist ein Kronleuchter, ne? Dann sind hier Bücherregale, wo die ganzen Magazine drin sind. Hier kann man sich schön hinsetzen. Da ist ein Bild von der Oma. Sehr schön. Die kann ihn dann belehren, wo man hier hingehen soll und wo nicht. Die macht wahrscheinlich gerade Urlaub hier im Bergland. So, da sind noch Zeitschriften, hier ist eine schöne Burg. Es wird gleich Nacht, sehe ich gerade auf dem Fenster. Hier liegen die ganzen Zeitschriften. Die werden dann auch alle noch hier beschrieben. Und signiert. Da muss ich so nach der Zeit immer mal so ein bisschen einen Reisebericht schreiben. Und hier ist dann der Verkaufsstand mit den Tickets. Und ich glaube, wir müssen langsam mal schlafen. Aber Moment, Moment, Moment. Ich schlafe jetzt nicht hier. Oh, Sonnenschein, tut mir leid. Der streamt nämlich gerade, denkt bestimmt sehr drück, schlafen gehen. Hier oben kann man nämlich schlafen. Zack, lege ich mich mal hier rein. Er schläft noch selber nicht. Er schläft selber noch nicht. Schlafen. Sehr schön. So, hier oben sind die Schlafsäle. Also der Schlafsaal, da kann man hier schön runterglotzen. Wenn es mal etwas länger dauert. Wenn der Flug ausfällt oder irgendwie, kann man sich hier oben hinlegen. Natürlich kostenlos. Hier kann man dann das Ticket buchen. Und man kann auch eine Landkarte hier kaufen und Uhren und Kompass. Verleih gibt es ja auch. Verleih. Uhren und Kompass Verleih. Da werde ich ja auch noch ein paar Schilder hinballern. Und ich habe mir hier überlegt, hier sind jetzt 5 so Bücher. Und das soll sozusagen jedes Buch ein Landkreis bzw. eine Stadt oder ein Land, wo es sich lohnt hinzureisen. Eins wird zum Beispiel das Trelbenland sein, eins wird das Land vom Sonnenschein sein, eins wird hier eine Stadt sein, die Hauptstadt des Wendslandes, also Hohenstein und noch vieles anderes. Finde ich schön. So, dann ist hier noch ein Wohnhaus entstanden. So, Wohnhaus, das habe ich und der Max zusammen eingerichtet. Und da sind wir ganz stolz drauf, das jetzt präsentieren zu können. Hier sind so Haken dran, wo man eben seine Jacke hinhängen kann. Und da kann man hier auch noch seine Rüstung einstellen. Hier kann man seine Schuhe ablegen und sonst irgendwelchen Kram. So ein kleines Lager im Flur. Das gehört zu einer Konstruktion, die hier oben drüber ist. Da komme ich aber später Geschichte dazu. Also nicht wundern. Das sieht zwar so aus wie ein Schornstein, ist es aber nicht. So, hier kann man dann sitzen. Wie so ein Candlelight-Dinner. Hier so. Ne? Schön mit Trennwänden hier. Wolle. Hier ist sozusagen ein offener Bereich. Hier geht es zur Küche. Hier ist eine Werkbank, Ofen. Waschbecken, hier so kann man dann das Geschirr oder die Teller hinstellen zum Abtropfen. Und hier ist der Kühlschrank. Und wenn man den Kühlschrank betätigen will, dann muss man hier einmal kurz springen.
Da kommt ja was raus. Hier ist nämlich gerade Brot und Möhren sind ja gerade drin. Ist schon ein bisschen was drin. Und hier ist die Dunstabzugshaube mit indirekter Licht hier. Finde ich übelst lustig. Mir gefällt dieses Tor gefällt mir nicht so sehr. Also mir gefällt es so besser, oder? Schaut eigentlich besser aus. Ich lasse es mal so, weil es hat ja indirekt also innen drin noch so eine Struktur wie das Glas so ein bisschen, ne? Naja, nicht ganz. Aber ich lasse das mal so. Und hier ist das Schlafzimmer. Da ist natürlich noch eine Tür drin. Hier hat er nochmal einen Rüstungsständer, wo er nochmal sein privates Gemach ablegen kann. Seine Rüstung und Bett und eine Truhe, eben persönliche Truhe. Und hat dann eine perfekte Aussicht hier auf das schöne Rathaus. Schön, oder? Kann ich ja gleich mal ein Foto machen, ja? Zack. Oder? Zack. Schlafzimmer. Finde ich schön. Zweite Etage hat es nicht. Es hat noch ein Nachbarhaus hier. Also ein Nachbarraum. Das ist genauso groß wie das andere und so sieht das leer aus. Also was man aus so einem kleinen Platz machen kann, ne? Das ist eine Doppelhaushälfte. Genau. Hier kommt, das sind noch Hausnummern. Genau. Wieskamener Straße 1 und 3. Das ist ein kleines Denkmal. Da ist ein Skelett. Willst du abhauen, ne? Ohne mich hast du da die Rechnung gezogen. So, hier ist ein kleines Lager. Und hier kommt eine Holz hin. Also ein Holz. Hier kommt ein Schreiner hin. Schreiner Udo Holzkopf. So, und da tue ich jetzt mal hier. Ich hab. Arg. Arg. Dein Ernst? Muss ich mal so eine Birke fällen hier. Eieiei. Also ich bin sowas vergesslich in letzter Zeit. Man hat einen Bogen gedroppt. Leider mit nichts dran. Aber das ist ja nicht schlimm. Nee, das sind Straßenschilder. Das kann. Upsala. So, jetzt kommt hier. Da am besten. So, und ein nach unten. Damit. Und dann kommt der dran. So. Da baller ich jetzt erstmal hier ein Schild dran. Das kommt dahin. Schreiner Reihmeister Udo Holzkopf. Holzkopf. Und dann tun wir noch ein bisschen verzieren hier. Zack und zack. Ein zu viel. So. Und hier kommt dann Rahmen dran mit so. Sägen kann man ja nicht sagen. Aber mit so geschreinerten Sachen. Ne? Müssen wir dann nochmal gucken, dass wir das alles zusammenbekommen. Genau. Ich will eigentlich die ganze Zeit was machen und ich brauche Schwarzeichenholz. Deswegen laufe ich jetzt hier vor. In der Hoffnung, dass hier oben noch was drin ist. Und ein bisschen Holz. Eichenholz. Wie viel Eichenholz noch hier oben ist? Hier ist Wolle. Hier sind die ganzen Schwarzeichensetzlinge. Aha. Hier ist ganz viel Birkenholz, Fichte, Erde, Glas. Nee, hier ist es auch nicht mehr. Hier ist nur eine Schere. Oh. Hier haben wir schon reingeguckt. Ja, dann müssen wir uns mal ein paar Schwarzeichen fällen. Immer schön die Türen zumachen. Ich habe nämlich hier schon mal offene Türen gehabt. Ich möchte aber nicht, dass die Bewohner mir abhauen. So, ich habe hier drüben einen geheimen Weg. Der geht auch hier rüber. Da gehen wir dann gleich mal danach durch. Zu den hier Bäumen, die ich hier fälle. Hier habe ich nämlich auch schon mal ein bisschen was angepflanzt. Das ist, glaube ich, aber nicht auf meiner Natur gewachsen. So, fällen wir hier mal einen Baum. Zack, zack.
Die lassen sich auch ein bisschen komisch fällen. Da versteckt sich nämlich immer mal noch ein bisschen was. Zack. Was ist das? Pilzblock. Leider nichts rausgekommen. Aber nichts ungut. So, machen wir mal noch einen hier. Wenn wir gleich mal hier sind, können wir auch ein bisschen mehr mitnehmen. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Fliegende Schafe hier. Kommt ein Schaf mir entgegengeflogen. Das hatte ich ja noch nie. Ich weiß zwar, dass die hier manchmal in die Laubblätter eben mit rein wachsen. Warum auch immer. Die Wolle verfängt sich wahrscheinlich in den Blättern drin. Aber so? Hammer. Habe ich noch nie gehabt. Hier geht es nicht tief runter, das ist gut. Gehst du hoch? Super. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Die noch, die hier hinten. Und die drei. Sehr gut. Das sind keine Setzlinge, ne? Hier ist. Eins, zwei. Ich habe drei gesammelt. Da müssten eigentlich mindestens... Ne, fünf habe ich schon. Ist mir gar nicht aufgefallen. Siehst du mal. Was mir alles nicht auffällt. Da ist er weg. Einen Apfel haben wir bekommen, den können wir gleich mal verspeisen. Ja. 7. Überall ist so Löcher drin, so schon Fallen. Da oben drauf sind dann noch welche, ne? Setzlinge. Habe ich denn nicht gerade irgendwas schweben sehen? Okay. Gehen wir wieder zurück. Da haben wir nur 7. Schade. So, jetzt zeige ich euch mal, wo wir hier rauskommen. Hier ist Kohle. Super. Super, super, super. Ah, das Lied, guck mal, das Lied ist vorbei und wir tanzen tralala. So. Ne, wir wollen ja die rohen Stämme haben, ne? Wir schlafen jetzt nochmal hier in der Caravaning. Und kannst nur nachts schlafen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge gestalten wir das Schild. Und gehen dann in das große Gebäude. So, ich glaube, es ist Nacht. Genau. Bis morgen. Ciao, ciao.